etwa, da die Leute auf der Lovecraft, die waren ja selber schuld, wenn sie tot sind. Denn wer geht denn schon zu einer Veranstaltung, wo eben nur Truppis und Sodom und Gomorra herrscht? Mein erster Gedanke war, die Empörung ist richtig, aber es ist auch wieder scheinheilig. Denn wo haben wir denn noch diese gleiche Argumentation? Das ist doch bei den Kiffern. Wenn man dann den Leuten sagt, guck doch mal, das Scheiße im Gras, wenn die Leute auch die anderen Drogen nehmen, denen geht's nicht gut, die werden krank davon. Dann heißt es immer nur, ja, sind sie doch selber schuld, müssen sie doch nicht nehmen. Das ist eine enorme Doppelmoral. Und wer Eva Herrmann kritisiert, der sollte das auch noch wieder Gesetze kritisieren. Für mich geht es darum, inwieweit die Politik auf das Leben des Einzelnen Einfluss nimmt. Und ich kann ja verstehen, dass die ein oder anderen Leute gibt, die sagen, ja, für das Gesundheitssystem wäre es ja vielleicht günstiger, wenn alle Leute gesund leben würden, wenn man keine Drogen nehmen würde. Aber ganz im Ernst, wenn man so eine Denkweise konsequent zu Ende denkt, dann müsste sich ja jetzt auch irgendwelche Leute vor McDonald's und Burger King stellen, da hätten wir jetzt einen gesundheitspolitischen Überwachungsstaat. Und das will ich nicht haben. Ich will nicht jeder selber verantwortlich dafür, was er tut. Und das sollte jedem Menschen möglich sein, egal ob Alkohol oder Gras nehmen will. Ich will das jetzt auch mal gewesen sein mit den Anmerkungen. Ihr seht, es gibt noch eine Menge zu tun. Und ich würde mich freuen, wenn wir immer weiter wachsen würden. Und traut euch ruhig, auch für eure Meinung einzustehen. Das sind super wichtige Sachen. Und ja, keep on fighting. Dankeschön. Wo die ganze Prohibition ausgegangen ist, wird es immer einfacher, Hanfprodukte auf ärztliche Verschreibung hin legal zu erwerben. In Kalifornien wird sogar noch dieses Jahr über die Legalisierung von Hanf abgestimmt. Und die Umfragen hierfür, liebe Freunde, stehen günstig. Lieber Barack Obama, ihr habt eure selbstverschuldete Ölpest im Golf von Mexiko offensichtlich gestoppt. Jetzt, lieber Obama, stopp endlich das von euch verschuldete Cannabis, die von euch verschuldete Cannabis-Prohibitionspest. Und das sofort. Das ist alles noch nicht toll, was wir von unserer Hanfwelt Zeit zu berichten haben. Aber es gibt Schritte in die richtige Richtung und dazu möchte ich auch meinen Beitrag leisten. Ich möchte, dass alle Drogengebraucher nicht mehr von der Polizei verfolgt werden. 100.000 Strafverfahren wegen Hanf sind 100.000 Strafverfahren zu viel. Ich möchte, dass sämtliche Drogen auf Qualität und Reinheit getestet werden können. Dazu habe ich zusammen mit meiner Partei, die Grünen und den Linken, im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, der Drogenhilfe, der Aids-Hilfe, Szeneorganisationen wie Youth und Rave, der ich auch angehöre, eine Drug-Checking-Initiative gegründet. Und wir treiben das Testen, die Qualität von Drogen, die Qualitätskontrolle von Drogen konsequent voran. Ich möchte, dass über die Wirkungen und Nebenwirkungen von Hanf vorbehaltlos geforscht werden kann. Ich möchte, dass cannabishaltige Arzneimittel den Patienten zur Verfügung gestellt werden, die sie brauchen. Und dass Cannabis-Arzneimittel, wenn sie vom Arzt verschrieben werden, wie alle anderen Arzneimittel auch, durch die Krankenkassen bezahlt werden. Dass Hanf und andere heute noch illegal eingestufte Drogen unter Berücksichtigung von Jugend- und Verbraucherschutz legal in Drogenfachgeschäften erworben werden können. Ich möchte, dass der traditionelle Hanfgebrauch endlich auch als Kulturgut anerkannt wird. Denn Cannabis ist Weltkultur. Und ganz zum Schluss möchte ich auch von euch ein paar Sachen haben. Ich möchte, dass wenn euch Politiker oder sogenannte Experten ihre üblichen Lügen über Cannabis erzählen, dass ihr denen ganz gehörig die Meinung sagt.
Und ich möchte, dass wenn euch Unrecht wegen eures Drogengebrauchs geschieht, dass ihr euch dagegen wehrt. Und darum finde ich es gut, dass ihr heute so viele seid und hier zur Hanfparade gekommen seid. Und nächstes Jahr kommt bitte alle wieder und bringt ein paar Freunde mit. Das müssen wir jetzt endlich schaffen. Damit wir es schaffen, Cannabis als Weltkultur zu legalisieren. Vielen Dank. Da fährt ein Auto mit, auf dem aufgeschrieben ist, früher waren es die Hexen, dann waren es die Juden und heute sind es die Kiffer. Liebe Leute, solche Argumente sind einfach sachlich falsch. Habt ihr schon mal einen Kiffer gesehen, der wegen seines Cannabisbesitzes vergast worden ist? Ich nicht. Solche Argumente sind nicht meine Argumente. Und ich verstehe das auch nicht, denn der Deutsche Hanfverband und wir alle, wir haben sehr gute Argumente. Es gibt eine Mehrheit in Deutschland für die Cannabis-Legalisierung. Die Bundesregierung, die jetzt aus Geldmangel alles tut, was eine rot-grüne Bundesregierung vielleicht gerne getan hätte. Autobahnmaut noch stärker voranbringen, Ökosteuer noch stärker machen, Flugabgabe. Das macht jetzt eine schwarz-gelbe Regierung vielleicht nicht ganz so stark wie rot-grün, aber sie machen es. Und ich frage mich, warum legalisiert Schwarz-Gelb nicht auch Cannabis und nimmt darauf eine Drogensteuer? Damit könnte der marode Bundeshaushalt ganz besonders gut saniert werden. Da würde man auch die Repressionskosten sparen. Das wäre eine Legalisierung aus Vernunft. Da müsste die Bundesregierung endlich mal handeln. Es fing an vor 150 Jahren, als in San Francisco die asiatischen Gastarbeiter irgendwann keine billigen Arbeitskräfte mehr waren, sondern plötzlich als Gefahr wurden, die ersten Gesetze erlassen wurden, die sich nur dagegen gerichtet haben, von einer speziellen Gruppe den Drogenkonsum zu verbieten. Da wurde dann plötzlich gesagt, das ist eine gelbe Gefahr und was die da rauchen in ihren Opiumhüllen, das muss schädlich sein. Es ging weiter auf den internationalen Konferenzen, auf denen auch Cannabis verboten wurde. Oder dann auch berichtet, die Anträge kamen von Ländern wie Südafrika, auch damals schon eine weiße Apartheidsregierung, eine weiße Regierung, die dort die Bevölkerung unterdrückt hat und ihnen dann gesagt hat, die Schwarzen, die werden aufsässig, wenn die ihr Zeug rauchen und deswegen müssen wir das jetzt weltweit verbieten. Das ist einer der Ursprünge der Gesetze, die wir heute in Deutschland immer noch pflegen. Der blanke Rassismus war das und ist es heute noch. Wenn wir uns anschauen, wie die Drogenpolitik ist in Ländern wie Russland, in China, wo es keinen Metadon gibt, wo es keinen Spritzentausch gibt, wo Kiffer gejagt werden von Polizisten, um ihre Fangquote zu erfüllen, wenn in China Abhängige keine Hilfe bekommen, sondern in Arbeitslager gesteckt werden, dann ist das schrecklich, dann ist das eine menschenverachtende Politik. Aber da brauchen auch wir uns nicht weiter aus dem Fenster zu lehnen, weil auch vor 20 Jahren wurde auch in Deutschland noch diskutiert, ob man HIV-Abhängige und HIV-Infizierte interniert. Das wurde damals von der CSU gefordert, dass man die konzentriert in Krankenhäusern, damit man diese Plage wegschafft von der Straße. Auch das war vor 20 Jahren noch deutsche Drogenpolitik. Der letzte Drogenbeauftragte der UNO hat ja wenigstens irgendwann zugegeben, dass es da im Krieg gegen die Drogen so unbeabsichtigte Nebeneffekte gibt, wie den Krieg gegen die Drogen. Wenn wir jetzt den Russen haben, Barry Yudotov, der jetzt die UNODC leitet, müssen wir Angst haben vor einem neuen Kalten Krieg. Denn er kennt nichts anderes, die Politik, die er in Russland macht, wurde schon kommentiert. Und wenn er das jetzt weltweit durchdrücken will, oh mein Gott. Dabei war er es gerade jetzt an der Zeit, nach 40 Jahren Bombenschwach, an einem Krieg, der allein...